Herzlich willkommen zur Mini-Gesundheitsserie Wie stärke ich mein Immunsystem und Impulse für ein gutes Leben und die Gesundheit. Ihr seht es, wir sind hier im Seminarraum des Gesundheitshauses. Es hat heute geschneit, wir sind mitten im Winter und das wird auch noch ein, zwei Monate bleiben. Und im Winter vergessen wir oft eine Sache, die für ein starkes Immunsystem ganz wichtig ist. Wir trinken Saft und Punsch und vor allem Tee, hoch und runter, viel Tee. Und wir vergessen eins, unser Blut, unsere Lymphe, unsere Faszien bestehen aus Wasser. Sie müssen gewässert werden und oft trinken wir im Winterhalbjahr zu wenig Wasser. Und ich möchte euch sehr daran erinnern, ein gesunder Körper, ein gutes Immunsystem braucht Wasser. Und zwar 1,5 bis 2 Liter. Und es ist gut, wisst ihr, hier Tee trinken vergessen wir nicht, literweise. Aber stellt euch so eine Flasche mit Wasser hin, dass ihr euch erinnert, ich muss ja am Tag 1,5 bis 2 Liter Wasser sollte ich trinken für guten Durchfluss. Und Tee kann noch dazu getrunken werden. Ich habe jetzt einfach, wir sind mitten im Januar, gutes Vogelmiere reingemacht. Ihr könnt auch Thymian und Salbei reinmachen oder einfach Ingwer und Zitrone. Ihr könnt es auch gerne warm trinken. Hauptsache, wir trinken. Wasser ist ein Nahrungsmittel. Wir denken immer so, wir brauchen viel Kalorien. Ja, brauchen wir auch. Aber wir brauchen 1,5 bis 2 Liter Wasser, damit unser Immunsystem, das ist sehr verbunden mit unserem Hormonsystem, mit unserer Psyche, mit allem. Unser Darm braucht Wasser. Jede Zelle braucht neben Luft auch Wasser. Und so wünsche ich uns zusammen, dass wir Wasser trinken, dass wir das jetzt dieses halbe Jahr nicht vergessen. Stellt euch eine schöne Karaffe hin, einen großen, schöne Tasse und dann trinkt Wasser. Und wenn ihr noch mehr über Kräuter wissen wollt, auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr gut viele schöne Videos über 70 Kräuter sehen. Ich wünsche euch alles Gute mit dem Trinken.